In dieser Woche sind wir mit den One Minutes in Bangladesch und hinter uns sieht man eine Schule. Das ist keine richtige Schule, sondern eine Schule, die ein Teil eines UNICEF-Projektes ist, wo Kinder, die normalerweise keine Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, aufgenommen werden und mit den nötigsten Lernstoffen versorgt werden, damit sie nachher wieder in eine normale staatliche Schule wechseln können. Das Problem gibt es hier sehr oft, dass die Kinder einfach durchs Netz fallen, weil die Eltern kein Geld haben. Die Schulgebühren sind nicht so hoch, aber die Bücher kosten viel Geld. Und Familien, die 3, 4, 5, 6, 7 Kinder haben, können sich es einfach nicht erlauben, alle ihre Kinder zur Schule zu schicken. Mittlerweile ist es so, dass der Staat Fördergelder gibt für Mädchen, aber gerade seitdem das passiert, fallen viele Jungs durchs Netz. Die Erziehung ist dann einfach zu teuer, die Bücher kosten zu viel Geld. Außerdem können die Jungs, wenn sie 13, 14 sind, viel besser arbeiten, denken die Eltern. Und dann hören die Jungs eben auf, nach der 4., 5., 6. Klasse in die Schule zu gehen. Und da hat UNICEF jetzt landesweit sehr viele Schulen geschaffen, wo eben das Ganze aufgefangen wird, wo die Kinder trotzdem zur Schule gehen können, teilweise auch nur nachmittags, damit sie morgens den Familien helfen können. Aber trotzdem ist es wichtig, dass sie in die Schule gehen und dass der Bildungsprozess weitergeführt wird und dass sie eine Möglichkeit haben, dann nachher doch mal zu einer richtigen Schule zu gehen und vielleicht eine ordentliche Ausbildung zu machen. Wir sind jetzt diese Woche hier mit Kindern aus diesen Projekten und drehen dazu One Minutes. Das sind 1-Minuten-Filme, wo die Kinder ihre Geschichten erzählen. Und in einer Woche schaffen wir es, mit 20 Kindern 20 Filme zu drehen. Und diese Filme erzählen dann ihre eigenen Schicksale, ihre eigenen Geschichten und das, wie sie versuchen, ihre Zukunft durch diese Schulen besser in den Griff zu kriegen.